Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1. Für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leister geht. Ja, der liebe Jerry, was geht? Ganz gut. Ja, ist bei mir an der Seite und wir sehen, da muss was gemacht werden, oder? Tja, Corona-Zeit, ne? Da durfte man ja nirgendwo hin, also mussten die Buchrennen. Ich wollte sie aber auch länger wachsen lassen. Ja. Habe ich deine Haare gesehen, dachte mir, das mache ich nicht. Da hattest du noch lange und ja. Dann dachte ich mir so, geil, irgendwie so wieder in die Richtung so ein bisschen. Und jetzt würde ich eigentlich gerne mal so Richtung Bob gehen. Richtung Bob? Ja. Moment, wer schneidet hier? Richtung Bob, habt ihr das ja gehört? Also Cisco, komm mal bitte schon mal. Ich weiß nicht, wie wir das sonst nennen. Das ist der liebe Cisco. Viele von euch kennen ihn noch gar nicht, genau. Sonst hat immer Bora geschnitten. Jetzt haben wir gesagt, bei ihm, Härtefall, jetzt kommt der richtige Profi ran. Aber ich bin Metzger. Ja, das ist cool. Das ist in Ordnung. Nein, aber wie heißt das, dass das hier hinten so kurz ist und das bleibt alles lang? Also wird vielleicht... Das hat aber mit dem Bob nichts zu tun, weil dann hättest du die Haare ungefähr so hier nehmen. Okay, aber da kommen sie Bob vielleicht noch hin. Nee, aber du willst ein bisschen mehr Fasson hinten haben. Unten genau, ist kurz, richtig. Und das oben eigentlich länger lassen, so. Weil ich hatte das... Also da muss natürlich ein Schnitt rein, das sieht natürlich aus wie aus dem Hintern gezogen. Aber das Ding ist halt, dass ich eigentlich die jetzt mittlerweile... Also das war das längste so, was ich hatte, ja, so ungefähr wie Chris. Okay. Und jetzt würde ich sie halt eigentlich nur ein Tickchen länger wachsen lassen, aber dass es hier hinten halt kurz ist. Können wir ja machen. Wir können hier oben ja einen leichten Übergang reinmachen. Ja. Ne? Die Spitzen müssen auf jeden Fall ab. Ja, voll. Ne? Hast du was an Farbe drin gehabt? Nee. Das ist Natur. Das ist Natur. Und Natur. Hinten würde ich dir sagen, machen wir das ganz kurz. Ja. Ne? So, dass du halt wirklich auch die Ohren frei hast, alles wachsen lassen kannst von oben. Yes. Machst du das denn hier kürzer und hier bleibt es länger oder wie machst du? Ja, ich würde dir das unten anschneiden lassen. Kennt ihr die dann immer noch mal diskutieren? Ja, können wir noch mal hier, können wir da, Digga, setz dich doch hin, dass die Haare schauen. Reicht's jetzt auch mal. Hey, reiß dich zusammen. Cisco, kriegst du das hin? Ja. Ja, du hast du ein Bild sonst noch mal? Irgendwie so. Hier der eine Kandidat hier gerade, wo ich... Der kam ja mit Bradley Cooper. Mit Bradley Cooper, schönes ja, Bild. Ja. Aber ich glaube, ich habe echt ein Bild. Ja, ich das können wir dir mal zeigen. Klar. Nee, ich glaube, ich habe eigentlich nur Frauenbilder gefunden für ja, diesen. Ja, warum hast du nur Frauenbilder? Ja, guck mal, es gibt, das Ding ist, mein bester Buddy hier. Warte mal, ganz so, du willst eine Frisur machen und sagst, ja, so wie die Frau hätte ich. Nein, das war ja das Problem. Ich habe keine Männer, ich habe keine Person gefunden, als ich das gegoogelt habe, so der diese Frisur hat. Solltest du dir mal Gedanken machen. Gesucht, das ja, das habe ich ja auch. Ich glaub, aber kennt ihr das nicht so 90s, so wo die ganzen hier Green Days, so, die hatten doch alle so, die Jungs hatten alle so Bob-Schnitte. So, aber das ja, war kein Bob. Du willst sie an den Ohren, willst sie ja frei haben. Nee, ich will die ja hier also auch, wieder, ich will sie hier erwachsen lassen. Ich will sie hier erwachsen lassen. Crazy. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich bin auch richtig gespannt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich bin echt so ein richtig eitles Würstchen, was Haare angeht. Ich bin bei nichts eitel, aber ich vertraue euch da blind. Ach, total schon. Das ist hier alles. Der Erste, den ich schneide. Ja, deswegen. Ich vertraue dir deswegen auch so sehr. Hier wird nur diskutiert. Jetzt geht's hier gerade los. Bleibt bis zum Ende dran. Wir gucken uns das an. Der Jerry bekommt jetzt einen Haarschnitt. Let's go. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobble in a dash and the stick is witty. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, this how we ride. Boom, bro, no lead, make it easy like 1, 2, 3. Marc, das ist jetzt dein Format, dass du einfach im Hintergrund sitzt und noch nicht mal irgendwas dazu sagst? Ja. Ich halte jetzt die Schnauze. Der Cisco ist da, hier wird geschnitten. Volle Konzentration. Am Ende bin ich der auf die Schnauze kriegt, wenn es scheiße aussieht. Wie du siehst, ich schneide auch nicht gerade bei dir, ja, sondern ich pointe komplett rein, sodass du wirklich halt ineinander fallen. Ne? Ja. Weil das hier nehmen wir dir hier noch ab, aber das vorne lassen wir, dass du es halt reißen kannst. Ne? Wie lange schneidest du schon? Seit ja, ich bin ja eigentlich Metzger. Er hat mich in der Kühltheke gefunden. Ich lag da. Okay, ganz kurz. Ich will nur einmal ehrlich sein. Erster Praktikant, Bro. Aber die müssen auch lernen. Ja, aber verstehst du das? Ich vertraue jedem, der Herzblut gibt. Weißt du? Deswegen, ich bin weiß ich nicht, ob er das macht, aber sympathisches Lächeln hat er. Ich probiere es. Wie lange schneidest du schon tatsächlich? 2006 habe ich meine Lehre angefangen. 2009 war ich fertig. 2011 habe ich meinen Meister gemacht. Krass, das ist schon lange Zeit. Friseurmeister bist du sogar. Mhm. Ich hatte 5 Jahre auch einen eigenen Laden. Ach, krass. Wieso? Ich bin seit 97 dabei. Ich bin 94 geboren. Geil. 86, seit 97. Überleg, ich habe 98 angefangen, in den Clubs aufzulegen. Da warst du 4 Jahre alt. Da habe ich woanders aufgelegt. Damals war ich noch flüssig. Da hast du mir in die Hose gelegt. Wollen wir was machen hier? Irgendwas nochmal wieder codemäßig? Bora hat immer gute Codenamen. Beim letzten Mal, was machst ihr selber? Wenn ihr wollt, komm, zur Feier des Tages, wie viel Prozent? 10% aufs Haarwachs? Bora sagt euch jetzt den Code. Hashtag wachs dich frei. Wachs dich frei? Ja, ist der Code 10%? 48 Stunden lang? Wachs dich frei, ja.
Was, wo kommst du auf so eine Scheiße? Wachs dich frei. 10% Leute, nicht vergessen, auch unsere Handcreme. Handshop ist jetzt erhältlich. Checkt es ab, alles verlinkt unter dem Infobox. Hashtag wachs dich frei. Wachs dich frei. Ich stehe in der Beschreibung. Sorry, Derek. Wachs dich frei, ist geil. Ja. Übrigens, für die Leute, die den Jerry noch nicht kennen, der eine oder andere kennt ihn sicherlich von der Serie Köln 50667, wo ich ja auch über ein halbes Jahr lang mitgespielt habe. Aber der gute Mann ist wirklich Vollblutmusiker und ich habe auch schon die ein oder andere Stunde bei ihm im Studio verbracht. Geile Mucke, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Checkt es unbedingt ab, streamt das Ganze, liked es auf YouTube, auf Instagram, wo auch immer. Einfach geile Mucke, ich freue mich auch sehr. 27. März hast du gesagt, glaube ich. 26. Ne? 6, Alter, Digga, fast gemerkt. Alter. 26. März kommt einer meiner Lieblingssongs von ihm. Checkt es unbedingt ab, nur noch mal kurz am Rande, falls der eine oder andere sagt, wer ist der Jerry? Hab noch gar nicht gesehen, gar nicht gehört. Hört es euch unbedingt an. Ich glaube, ich mache das öfters. Dieses Moderationsding liegt mir. Das Ding ist, ich wollte mal Balayage haben, ne? Yeah. Und das Ding war, ich hatte so lange Haare, dann habe ich gesagt, ne, spitzen einfach ein bisschen blond. Yeah. Das Ding war, ich bin, sage ich mal, im Sinne von wach geworden nach der Haarfärbung, und sie hat alles blond gemacht und spitzen braun gelassen. Und meine Haare waren komplett zerfickt. Nee, ich sah aus wie Puff Daddy, sein Vater, von der 70er Jahre, von der Nutella-Bande. So sah ich aus. So, Haarwachs ist raus, gut, du kennst meinen Wachs noch gar nicht, ne? Ich kenn deinen Wachs. Erzähl's mir doch einfach bitte mal. Ist absolute Premiere. Erstmal riechen. Riecht sehr gut. Danke. Du kennst es, ja. Ja, so. Super. Bitte schön. Lass du mitnehmen, schenke ich dir. Ich küsse deine Augen. Reicht auch so eine Form ruhig aus, auch bei der Haare. Könnte man den Profi Franziskus, wie findest du das Wachs jetzt, ehrlich gemeint? Also ich muss ehrlich sagen, den Wachs finde ich ein bisschen zu ölig. Ach komm. Nein, Spaß. Nein, ihr habt schon gut gehört. Also ich muss auch ehrlich sagen, dieser Haarverdicker, ne, der ist der Wahnsinn. Geil, danke, freu mich. Ich habe den nur drin und meine Haare stehen wie eins. Geil, freu mich zu hören. Was meinst du jetzt zum Wachs? Ehrliches Feedback. Nee, also du siehst das ja, ne? Du kannst punktuell arbeiten, die wirken nicht zu fettig und du hast trotzdem Struktur und Stand drin. Ne? Sieht fresh aus, mir gefällt es nicht gut. Geh die einmal durch. Wenn du jetzt selber zu Hause die Haare machst, würde ich auch immer nur so reingreifen. Nicht komplett drüber. Ja, ja. Jetzt sieht zum Beispiel aus, als hättest du die Ohren frei, obwohl die nicht frei sind. Weißt du, was ich meine? Ja, so ist auf jeden Fall schön sauber geschnitten. Wenn die jetzt noch mal so einen Zentimeter kriegen oder so, dann sieht das auf jeden Fall... Und du siehst halt, ne, überall, wo wir reingeschnitten haben, da ist richtig Struktur drin, die liegen nicht flach auf. Danke. Das geschafft mein Bestes. Dankeschön, Dankeschön. Der Haarverdicker, ne? Ich schwör's dir, ich mach den rein bei den Leuten. Die Leute denken so, boah, krass, meine Haare fühlen sich richtig krass. Ich hab heute bei einem reingemacht, der hat hier so geheimratsrichtig und der hat immer Wachs reingemacht. Und da hab ich das irgendwie reingearbeitet. Ja. Sagt der, hab ich mehr Haare bekommen? Hast du oben geschnitten? Die merken das richtig dann, ne? Wegen Haarverdicker, ne? Ich schick dir Haarverdicker, wie meine Haare ohne Haarverdicker aussehen. Leute, das ist hier keine bezahlte Werbung, ne? Wir sind hier beim Profi-Meisterfriseur. Das ist jetzt... Der labert scheiße, der hat uns Geld dafür. ich hab nichts gezahlt dafür. Wie war das Sternchen Anzeigemarkierung? Nee, Spaß beiseite, aber jetzt mal im Ernst. Also wenn du das reinmachst, guck mal, ich hab die eben ja auch nur einmal geführt und du siehst das nicht, obwohl ich eigentlich des Grauens wenig Haare brauche. Leute, 10%. Wie war der Code nochmal? Was hast du gesagt? Wachs dir ein, oder? Wachs dir ein. Da gibt's jetzt auch für den Haarfettiger auch 10%. Komm, hauen wir raus. Ey, schon mal vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir nochmal hier zum Jerry gucken uns das Endergebnis nochmal an. Ihr seid mit dabei. Let's go. Sind wir drauf? Ja. So, das ist das Endergebnis. Jerry, bist du zufrieden? Ja. Ja? Das sah gerade richtig dumm aus. Hast du das hinten gesehen? Ja, voll. Ja, nein, ich feiere das auf jeden Fall. Komm, jetzt kann das wieder schön rauswachsen. Ja, ist gut. Das ist krass, bei Cisco, ich muss die ganze Zeit dong, sound. Sagen alle. Ja, ich stehe auch jeden Morgen so auf. Aber kennt ihr den noch, Cisco, mit den weißen Haaren? Du kennst das, Bora, ne? Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du jetzt gemacht bei ihm? Also, wir drehen dich einmal ganz kurz. Wir haben ihm hinten die Haare kurz gemacht, ohne die anzurasieren. Ne? Also wirklich frei mit der Schere, aber so, dass er die Struktur, dass er oben immer noch Haare hat nach unten. Ne? Also, dass er wirklich sehr wild die Frisur sein kann, wie er Bock hat. Kannst sie auch gerne einmal schütteln, dann sieht man das. Kann man das so eine Zeitlupe machen? So? Und dann, wie heißt dieser eine Song nochmal? Shit. Ach so, das ist ja geil. Ja, mal gucken, ja, vielleicht okay. Machen wir es. Nee, gut. Nee. Kameramann schüttelt den Kopf. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Meine Fresse, ey. Mein Name ist Mark Eggers, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, wirklich vielen Dank fürs Schneiden. Jerry,
Okay. Cringe-Moment hochfinden. Danke, Jerry. Schneidet das. Danke dir. Ja, wir schneiden das. Mein Gästen gehört das letzte Wort. Ich bin wieder raus. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Check die Bonsai Hair Lounge ab. Check den Cisco ab. Ist alles verlinkt. Und natürlich. War denn der Fussel, Digga? Der war so ein langes Haar. Ja, dann müssen wir das alles nochmal machen. Wirklich? Ja, war wirklich so ein langes Haar. Von wem? Grüße gehen raus an die Lady, die letzte Nacht bei mir geschlafen hat. Also checkt alles ab. Verlinkt in der Infobox. Mein Gästen gehört das letzte Wort. Tschüss. Schaut euch einfach die tollen Sachen an, die der Marc macht. Der macht doch einen guten Job und das man weiß endlich mal, wie man sich zu stylen hat. Ne? Vor allem kennt er auch viele andere Sachen. In diesem Sinne auf Wiedersehen, Athen. Lass alles da, liken, kommentieren. Wir sehen uns. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinny. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in a dash and the stick is witty. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, this how we